Gut. Okay, die ist eigentlich auch nicht schön, aber okay. So, Signal fürs Graphen. Eine einfache Verstärkerschaltung mit zusätzlicher Rückkopplung C hat folgenden Signalflussgraphen. Dieses C ist sehr vereinfacht da reingebaut worden. Eigentlich müsste man die Rückkopplung als kompletten Vierpol ausführen. Habe ich nicht gemacht. Ne? Berechnen Sie das Verhältnis B zu A. Setzen Sie da zunächst C gleich 0. Muss ich das noch tun? Ich würde jetzt gerne mal gucken. Kann man hier irgendwie das ausschneiden? Kann man nicht vernünftig. Ist auch egal. So, also, was muss man machen, damit wir wieder reinkommen? Zeichnen wir die gerade ab. Das geht ja relativ schnell. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, das ist nur meine Hand. Mit der geht's. Also ich könnte das jetzt so machen. Das geht tatsächlich, aber es ist doof. Ja, das habe ich aber schon gemacht, das komplett rumklappen. Das war, ist aber nicht immer so. Und das war eigentlich das Problem bei Windows. Da musste man das machen. Aber nicht, Sie gucken so, nicht bei dem hier. Da geht es normalerweise so. Können wir jetzt nochmal probieren, was passiert. Und das letzte Mal hat geholfen, dass ich einfach hier mal Strom drauf getan habe. Ich glaube, dieses mit dem Vorlesen aufzeichnen ist einfach scheiße. Das macht keinen Spaß, wenn man da immer Mist hier kämpfen muss. Aha, jetzt geht er plötzlich. Okay, also Neustart. Okay, also wir haben. Jetzt geht die Tastatur nicht. So, wir haben diese Aufgabenstellung. Und das erste ist, wir sollen C gleich 0 setzen. Und dann machen wir das auch einfach. A, da war die 1. Und dann geht es hier mit. Was ist das? S. 2, 1, genau. Die anderen sind ja relativ einfach dann. Halt, so schwer ist es dann doch wieder. S11 und B zurück. So, und das ist aber auch die absolute Standardaufgabe. Hieß das Gamma L oder Gamma oder wie hieß das da an der Stelle? Rho L hieß das. Okay.
So, und was muss man tun? Schleife am Ende auflösen. Ne? Wenn wir uns die hier angucken, dann, ich zeichne jetzt nur mal hier kurz das Detail raus, Rho L, und dann haben wir hier das S22, hier das S21, sodass sich das dann auflöst insgesamt, indem nämlich dieses S22 da unten hinrutscht. Das heißt also, die weitere Auflösung sieht so aus, dass wir S21 durch 1 minus, da habe ich dir auch nicht aufgepasst und sie auch nicht, das ist nämlich S22 mal Rho L. Das S22 Rho L ist und Rho L geht hier weiter runter. Und dann können wir das eben auflösen, indem wir hier A, B haben. Upsa. S11 und hier den einen großen Zweig, der so rumläuft, mit S21 Rho L S12 durch 1 minus S22 Rho L, also ist B durch A gleich S11 plus S21 Rho L S12 durch 1 minus S22 Rho L. So, das war's schon. Das ist der absolute Standard, ne? Also das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach gerechnet. Okay, jetzt müssen wir alle Parameter da drin lassen. Also auch mit dem C. Das hilft uns jetzt kaum, das uns anzugucken, was wir da vorher hatten. Also zeichne ich es nochmal. S11 B S21 und dann geht hier das C zurück. Dann haben wir hier S22 Rho L und S12. So, gut. Auf der rechten Seite wissen wir schon, was wir tun müssen. Was haben wir aber noch zu tun? Wir müssen jetzt diese Schleife hier auflösen an dem Punkt. Ne? Ich mache das jetzt mal so ein bisschen, versuche das mal so ein bisschen zu piktografieren oder wie man immer man das nennen will. Also S21, S11 und dann klappen wir das einfach hier hoch mit S21 und dem C zurück. So. Könnten dann weitergehen, indem wir das als CS21 schreiben, das S21 hier weiterlaufen lassen und das S11 hier natürlich nach unten laufen lassen. Und jetzt müssen wir diese Schleife hier in den Punkt reinschieben. So, das heißt also, das Endergebnis wird so, oder das Zwischenergebnis wird so aussehen, dass wir hier eben nicht mehr 1 haben, sondern 1 durch 1 minus CS21, S11 und jetzt können wir den großen Bogen, den kennen wir ja schon von eben, dahin zeichnen, das ist nämlich der gleiche geblieben mit S21 Rho L S 1, 2 durch 1 minus S. 2, 2. Rho L. Okay, und hier kommt das B hin. So, das heißt, jetzt ist B durch A etwas wilder geworden. B durch A ist gleich 1 durch 1 minus C S. 2, 2.
mal S11 plus S21 UL S12. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Also nicht nur den Rechner falsch bedient, was ja der Standard wohl ist, aber es war noch in keinem Jahr so schlimm. Aber auch noch in keinem Jahr so viel Technik bemüht für diese Vorlesung. So. Ja, da muss man schreiben können, das ist richtig. Das ist eine 1 hier. 2, 1. Und das hier ist auch eine 1. So, genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie einen Blödsinn angegeben, ne? Geben Sie eine Beziehung für C an, mit der die Rückkopplung, die immer durch S12 vorhanden ist, kompensiert wird. Ist eine solche Kompensation mit passiven Elementen realisierbar? Ich habe mir auch was vergessen. Fällt Ihnen auf was? Die Jungs machen was ganz anderes. Das liegt letztlich daran, dass ich hier auch scheiße gezeichnet oder schlecht gezeichnet habe. Das hier ist nämlich ein Punkt eigentlich. So hätte ich das zeichnen müssen. Und das habe ich nicht richtig gemacht. Und deswegen ist die Auflösung, die ich hier so schnell gemacht habe, auch nicht richtig. Weil ich nämlich ganz vergessen habe, dass zu dem Punkt hier ja noch das dazukommt, was ich aus diesem Weg hier dazu bringe. So, das heißt also, ich habe die Schleifen im Prinzip in der falschen Reihenfolge aufgelöst. Ich könnte das Ganze auflösen, wenn ich es ein bisschen cleverer angehe, sodass die Schleife eben auch wirklich nicht vorhanden ist. Was ich hier nämlich habe, was ich übersehen habe, ist, dass ich hier den gleichen Punkt habe und natürlich noch, ich mache das jetzt mal in hellgrün hier, natürlich noch dieser Weg ebenso existiert. So, lag dran, dass ich da nachlässig gezeichnet habe und auch nicht, eben nicht aufgepasst habe. Das heißt also, das, was wir hier gemacht haben, war vom Ansatz her nicht richtig. So, und deswegen braucht man die Aufgabe da auch nicht sinnvoll, so kann man die Aufgabe auch nicht sinnvoll beantworten. So, was wir aber machen können, ist erst einmal hier, upsa, ich wollte radieren, sonst nichts, ein bisschen was wegmachen. Kann man das hier nicht irgendwie...
So, also ich muss erst diese Schleife auflösen. Das heißt also, A, B, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer, dann vergessen wir vielleicht noch nichts. Wir schieben die Schleife da rein, wie es sich gehört, mit S 2, 1 durch 1 minus S 2, 2 Rho L. Schreiben das Rho L hier weiter. Gehen hier mit S 1, 2 weiter. Haben hier S 1, 1. Und da geht es raus. Und jetzt ziehen wir das, jetzt können wir das C hier irgendwo hinschreiben. Da. Und dann gilt das gleiche wie eben, nur dass wir jetzt eben die Schleife auflösen müssen mit dem S 2, 1 durch und so weiter. Ich mache das trotzdem hier nochmal so piktogrammmäßig dahin. Hier gehen wir mit S 2, 1 durch 1 minus S 2, 2 Rho L hoch. Hier gehen wir mit C gebogen runter. Und das hier ist der gleiche Wert, der schon da oben drüber steht. Also zweimal das gleiche hier. Upsa, Rho L. Und hier geht es mit S 1, 2 zurück. Das heißt also, ich muss da jetzt dasselbe nochmal machen. So falsch war es dann doch nicht, sondern nur dieser eine Knoten verkehrt. Ich muss das da vorne hinschieben und habe jetzt. Nee, das machen wir nicht. Schreiben wir erst einmal nochmal aus. A schiebt das hier rein mit 1 durch 1 minus CS. 2, 1. Ach, dieser blöde Stift, ey. Da sieht das S aus wie ein Rho. So, und dann geht es weiter hier mit, ich mache da mal einen Bogen, das kann man ja ruhig so zeichnen, S11. Und hier steht das, was wir vorher auch hatten, S21 Rho L S12 durch 1 minus S22 L. Und dann geht es hier mit dem auf das B zurück. Und jetzt können wir das ganze Ding auflösen. Wie machen wir das am liebsten? Gerade mal überlegen. B durch A ist gleich
So. Sind wir damit jetzt einverstanden? Was machen Sie denn da eigentlich? Warum was? Hier oben der Schritt. Also wir haben, also dadurch, dass ich einfach hier nicht so schön gezeichnet habe, um das vorsichtig auszudrücken, habe ich hier unterschlagen, dass ja an den Punkt, den ich hier dick blau gemalt habe, da kommt ja noch das Signal über S22 ran. Und das habe ich ja gar nicht mit zurückgeführt auf den einen Punkt in der ersten Rechnung, die da mal stand. Aber das muss ich ja. Deswegen muss ich eben erst diesen anderen Knoten auflösen, richtig auflösen. Und dann den. Ich habe jetzt erst habe ich jetzt die rechte aufgelöst, die hier. Die zuerst, die erste gewesen, ne? Weil die nämlich auch wieder auf die linke da zurückkoppelt. Und dann habe ich die linke aufgelöst. Ne? Der Punkt ist einfach der, also ohne jetzt das mathematisch zu betrachten, sondern nur qualitativ zu betrachten, ist, dass hier an dem blauen Punkt eben die Signale von S22 auch noch mit reinkommen und die natürlich über C mit zurückgeführt werden. So, und jetzt taucht die Frage auf, wie muss ich jetzt C wählen, damit die Kompensation oder damit diese Rückkopplung weg ist? Und die hat damals schon wenig Sinn gemacht. Vor allen Dingen deswegen, weil es eine solche Rückkopplung gar nicht gibt. Das ist es, glaube ich, genau. Ich habe da gar keine Lösung zu angegeben. Doch. Genau die, ne? Genau das Ergebnis. Aber ich habe es, muss es noch. Genau, das könnten Sie jetzt nämlich auch hier raus sehen. Wenn Sie wollen, dass das S21 hier als Rückkopplung verschwindet, könnte man das angeben. Aber auch das ist keine vollständige Antwort. Also die Antwort war zwar, das hat auch irgendwie funktioniert für die Klausur, nicht? Man könnte einfach sagen, der Kram hier soll 0 ergeben. So, und dann würden Sie einfach angeben, für Kompensation geht das jetzt. S22 Rho L plus C S21 gleich 0. Können wir auflösen. C gleich minus S22 Rho L durch S21. So ist das möglich. Ja. Oder habe ich was Gegenteiliges behauptet?
Also sehr wahrscheinlich, kann natürlich pathologische Fälle geben, wo das nicht so ist. Also mit allgemeinen vier Polen klappt das nicht, zum Beispiel mit dem Dämpfungsglied oder so klappt es nicht. Aber hier, Sie können davon ausgehen, S2,2 ist vom Betrag her kleiner als 1. Es ist nicht zwingend so, aber sehr wahrscheinlich. Rho L ist zwingend kleiner als 1. Das ist immer so. Und S2,1 ist vom Betrag her, wenn das ein Verstärker sein soll, sicherlich größer als 1. Und von daher muss das, was da rauskommt, kommt vom Betrag her kleiner als 1 sein und damit ist es passiv realisierbar. So, wie man das jetzt wirklich ausführt und so, diesen Vierpol, das ist nicht sonderlich durchgestochen und nachvollziehbar in der Klausur gewesen. Also ich war im Nachhinein über diese Klausur, auf, das war auch eine Klausuraufgabe, nicht gar so glücklich. Ich glaube, die Studenten waren glücklicher damit als ich. Also insofern hat es funktioniert, aber es gibt bessere. So, da das ein bisschen wenig Gefrage war, kommt jetzt hier, es besteht kein Zusammenhang zwischen Aufgabenteilen A bis C und diese Aufgabe ist auch schöner. Die ist nämlich wirklich schön. Und den folgenden, bla bla bla, in einer Gesamtschaltung wird der Empfänger nun über einen Zirkulator repräsentiert durch K und einen Sendeverstärker S und eine Antenne verbunden. Der Signalflussgraph ist hier gezeigt. So, also die Größenverhältnisse sind jetzt nicht maßstäblich, wie man sich das tatsächlich wirklich vorstellt. Ne? Also dieses Ding hier, da, das ist eine, ist die Antenne. Deswegen AA für das Signal A, die Welle, die reinkommt von der Antenne. Und die wollen Sie jetzt natürlich möglichst hier an den Empfänger führen. Und da wird es eine rauslaufende Welle, weil die nämlich in den Empfangsverstärker reingeht. Das ist dieser Kreis mit dem Strich dadurch. So, das soll der Empfangsverstärker sein. Ich habe es einfach als Detektor gezeichnet. Ne? So, außerdem soll aber das Signal vom Sender hier, AS, an die Antenne geführt werden. Das würde dann hier rauskommen an der Stelle. So, dummerweise ist diese Antenne ja jetzt nicht ideal und alles, was sie da vorne kriegt, geht auch wirklich zu 100%. Auch 100% meint 100% und nicht 99,9, geht auch zu 100% wirklich raus. Sondern ein Stück davon, ein Teil der Leistung wird immer wieder reflektiert. Das, was an der Antenne reflektiert wird hier, ist RA, das ist das hier. Und das erscheint natürlich wieder in dem Empfangszweig hier an der Stelle. Und würde, stellen Sie sich mal vor, Sie senden mit 2 Watt, meinetwegen auch 20 Watt und haben da eine Reflexion von Anpassung von, was weiß ich, 20 dB, also einem Hundertstel, dann kommen immer noch 0,2 Watt am Empfangsverstärker an. Und das ist für einen Empfangsverstärker richtig, richtig viel Leistung. Das macht ihn wahrscheinlich sogar kaputt. So, und das muss man natürlich verhindern. Oder will man nicht, nicht? So. Zudem haben wir hier noch, aber das spielt nicht wirklich eine entscheidende Rolle für das System, haben wir hier noch eine Kopplung vom Empfänger, da, über irgendwelche Eingangsreflexionsfaktoren an einem Sendeverstärker, auch der kommt ja da, Sie können ja auf den Transistor auch verkehrt rum was draufgeben und dann reflektiert er da was, nicht? Das ist dieses RS. Und das geht hier nochmal im Kreis, das spielt aber auch nicht wirklich die große Rolle. So, das Problem wäre oder ist eigentlich, dass hier Sendeleistung über diesen Zweig da am Empfänger rankommt. Es ist aber trotzdem noch besser, als keinen Zirkulator zu haben. Dann würden Sie einfach nur sagen, okay, ich habe hier eine Antenne und an die Antenne löte ich unten den Sendeverstärker an und an dem gleichen Punkt löte ich den Empfangsverstärker an. Dann geht natürlich ganz, ganz viel von der Sendeleistung in den Empfangsverstärker und macht ihn sicher kaputt. Mit dem Zirkulator haben Sie noch ein bisschen Glück, weil nämlich nicht irgendwie der Sender direkt am Empfänger liegt, sondern Sie erst noch diese Antennenreflexion dazwischen haben. Okay, so, damit habe ich das Ergebnis eigentlich vorweggenommen schon. Gucken wir uns das an. Berechnen Sie die Größe BE abhängig von AA und AS. Da ich jetzt nicht in der Lage bin, hier irgendwas zu kopieren,
Pack da eine neue Seite dran. Okay, AA und AS. Ich zeichne das mal eben gerade hier hin. AA, dann ging das hier mit K weiter. Dann haben wir hier unser BE. Hier hatten wir RE, richtig? Gucken Sie mal mit. Dann haben wir hier wieder K. Dann haben wir hier RS. Dann haben wir hier den Koppelfaktor K. Soll auf die Antenne gehen. Das interessiert zwar nicht, aber das ist natürlich das ausgesendete Signal BS. Und hier haben sie noch die Reflexionsfaktor RS. Und hier hatten wir AS und das ist nicht BS, sondern BA für die Antenne. Und das ist RA, ja. So, ja gut, gucken wir uns das an, was passiert. Erst einmal wollten wir das AS hier sehen. Also, wenn wir die Zweige hier nachverfolgen, dann haben wir im Prinzip eine Schleife, ich mache das mal in Rot, dann haben wir im Prinzip einen geraden Pfad, das ist hier der hier, bis dahin. Und wir haben in, ich mache es orange, noch die Schleife hier. So, diese Schleife können wir als erst einmal in den Zweig reinschieben, der sich hier für AS aufbaut. Das heißt also, wir haben eigentlich aus Sicht von AS oder für AS. Geht es zu BE und zwar mit K mal RA mal K. Und in die Schleife, ja, ich zeichne sie einmal hier hin. Die Schleife, die ist K mal RA mal K mal RE mal K mal RS. Lassen wir das kurz so stehen und gucken uns noch das Ganze für AA an. Da mache ich das mal in grün. Na, da haben wir nämlich zum einen diesen direkten Zweig hier und dann nochmal den Kringel. Das heißt also, können hier angeben, das war doch gefragt, AA, ne? Dass es zu BE geht, einfach mit K. Und dann haben wir hier die Schleife und das ist genau dieselbe wie oben. Okay, das Ergebnis ist also die Summe von beiden. BE ist gleich AS, K Quadrat, RA geteilt durch 1 minus K hoch 3, RA, RE, RS plus AA mal K durch 1 minus K hoch 3 RA RE RS. So, welchen Reflexionsfaktor? Hier steht Rho, AES muss man optimieren, um Sender und Empfänger möglichst gut zu entkoppeln. Wie groß ist dann die Entkopplung? Und was muss man tun?
anscheinend fehlt, ne? Also man kann es am Bild sehen, da habe ich es auch eigentlich schon erläutert. Und man kann es auch an der Gleichung hier sehen. Also das K, also die Kopplung von dem Zirkulator, wollen Sie möglichst groß haben, damit möglichst viel von dem, was an der Antenne ankommt, auch am Empfänger ankommt. Da können Sie nicht so viel dran machen, zumal wenn das alles gleich sein soll. Das, was Sie gut machen müssen, ist die Antennenanpassung. Das heißt also, RA muss optimiert werden. RA bestimmt maßgeblich, also die Anpassung der Antenne bestimmt maßgeblich, wie gut Sender und Empfänger entkoppelt sind. Und wie gut die dann entkoppelt sind, sieht man eben genau an dem Faktor hier K mal RA. Zwischen den Pfaden AA, BE und AS, BE ist eben K mal RA. K soll aber möglichst K-Betrag gegen 1 sein. Also wenig Verluste im Zirkulator. So, gut. Machen wir mal Pause.